Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich aus einer Beziehung zu trennen? Aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich finde, generell darf man sich guten Gewissens trennen, wenn im schlimmsten Fall Gewalt, Missbrauch vorliegen oder aber auch, wenn sich dein Partner, deine Partnerin einfach zurückzieht. Heißt, das Gespräch verweigert, die Sexualität verweigert und ja, sich einfach nicht auf deine Versuche einlässt. Generell finde ich allerdings, dass wir uns heutzutage sehr oft sehr schnell aus Beziehungen trennen. Es mag zum Teil auch damit zusammenhängen, dass heutzutage in der Regel die Frau sozial und wirtschaftlich unabhängig ist, weil oft beide verdienen und die Frau heutzutage oftmals besser dasteht, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Aber ich finde auch, dass wir uns auch auf unsere Beziehung beziehen dürfen. Schönes Wortspiel, darum heißt es ja auch Beziehung. Und dass ich mich auch positiv und konstruktiv einbringen darf. Da kommt wieder die gute alte Kommunikation und auch deine Einstellung zu der Beziehung ins Spiel. Wenn du wirklich etwas erreichen willst, wenn du wirklich etwas positiv in deiner Beziehung verändern willst, ist es wichtig, dass du das Gespräch suchst und auch wie du es suchst. Sieh die Beziehung als das Konstrukt, das ihr euch irgendwann mal beide gewünscht habt. Und dann empfiehlt es sich auch, Verständnis für das Gegenüber zu zeigen und deine Vorstellungen anzutragen. Nicht zu schmollen, keine Vorwürfe und eben auch aktiv zuhören und zeigen, dass du interessiert bist an einer Veränderung. Wenn du da Hilfe brauchst, wende dich gerne an mich, speichere dir diesen Beitrag, schick mir ein Like, abonniere meinen Kanal, folge mir oder schreib mich einfach an. Ich freue mich auf dich.